Hallo, ich bin's, Karin von Stempelpünktchen. In meinem heutigen Dienstags-Do-It-Yourself-Video möchte ich euch diese Twinbox zeigen. Ich nenne sie deshalb Twinbox, weil sie in Wirklichkeit aus zwei Schächtelchen besteht. Man gibt die Banderole herunter und dann kann man die beiden Boxen auseinanderziehen. Und dazwischen kommt noch ein kleiner Spruch zum Vorschein. Die Schächtelchen selbst gehen seitlich hier so auf beiden Seiten und ja, zusammengehalten wird das Ganze eben mit einer Banderole. Ja, dann zeige ich euch gleich, wie man das bastelt. Und zwar braucht man dafür zwei Stück Farbkarton. Ich habe hier jetzt Aquamarin genommen mit den Maßen 16 x 18 cm. Und an der kurzen Seite werden die bei 4 und bei 12 Zentimetern gefalzt. An der langen Seite bei 4 cm, bei 8 cm, bei 12 cm und bei 16 cm. Genau, also so sieht dann das fertig gefalzte Stück aus. Einmal und dasselbe wiederholen wir beim zweiten Stück im Schnellverlauf. Nun werden die beiden Stücke mit der Papierschere zugeschnitten. Dafür fangen wir hier jetzt bei diesem schmalen Abschnitt an und schneiden entlang der Falzlinie einmal bis zur Querfalz nach oben. Dann drehen wir das Stück einmal und schneiden hier bei der kurzen Seite, also hier ist der schmale Abschnitt hier an der kurzen Seite sozusagen oder an der langen, wie man es sehen will, auf jeden Fall hier auch einmal nach oben. Dann parallel zur Falzlinie schneiden wir 1 cm parallel hier einmal rauf und schneiden dann eine Klebelasche daraus zurecht. Und parallel zur zweiten Falzlinie dieses Quadrats hier schneiden wir wieder mit 1 cm nach oben und dann könnt ihr das hier etwas nach hinten knicken, hier der Falzlinie entlang, und auch hier schneiden wir wieder eine Klebelasche zurecht. So, dann dieses kurze Stück, das klappen wir jetzt auch mal nach hinten und schneiden nun hier parallel 1 cm entlang. Und das hier wird auch eine Klebelasche, also wird auch angeschrägt. So, und dann bleibt hier noch dieses Stückchen über und hier schneiden wir entlang der Falzlinie das Stück ganz weg. Fertig zugeschnitten sieht die Seite also dann so aus. Gut, und dann drehen wir das Stück um 180 Grad und ich zeige es nochmal von vorne. So, und zwar an der kurzen, hier nach oben. Dann gehe ich hier gleich weiter, dieses Mal, und schneide hier mal
bis zur nächsten Querfalz mit einem Zentimeter parallel, um hier die Klebelasche zuzuschneiden. So geht es nämlich auch. Dann die Klebelasche nach hinten klappen und hier der Falzlinie entlang bis zum nächsten Kreuzungspunkt. Dann wird hier eine Klebelasche geschnitten. Dann hier entlang einmal bis zur Querfalz, auch hier mit einem Zentimeter Abstand zur Falzlinie einschneiden und abschrägen zu guter Letzt. Also das fertig zusammengeschnittene Stück sieht dann folgendermaßen aus. Und das Ganze wiederholt ihr dann auch wieder beim zweiten Stück Farbkarton. Gut, wenn ihr dann beide Stücke zurechtgeschnitten habt, dann gehen wir einmal mit dem Falzbeil alle Falzlinien nachziehen. Und dann werden die Schachteln zusammengesetzt oder zusammengeklebt. Dafür fange ich jetzt hier, wenn wir hier die Klebelasche haben, dann fange ich mit dieser Klebelasche hier am besten an, denn ich hole mir als allererstes mal die Rückwand der Schachtel hier zur Klebelasche. Und dann nehme ich die nächste Klebelasche auf der gegenüberliegenden Seite und klebe auch diese an die Rückwand. Dabei schön schauen, dass ihr das Ganze wirklich Kante an Kante setzt. Und dann nehmen wir die anderen beiden Klebelaschen an den Quadraten dranhängend und oder die an den Quadraten dranhängen und kleben die Vorderseite der Box dazu. Und der Rest ergibt dann den Deckel. Dafür klappe ich das Ganze jetzt einmal hier so runter. Ich habe einen ganz neuen Flüssigkleber, wie man merkt, und irgendwie quillt da etwas viel raus. Und auf die Klebelasche gebe ich dann Kleber drauf und so forme ich den Deckel. Dafür eben am besten den Deckel rund um die Box herum sozusagen kleben. So kann man sicher gehen, dass die Box später auch wirklich verschließbar ist und nicht so eng sitzt. So, die erste Box ist fertig und dasselbe macht ihr dann wieder bei der zweiten Box, um die zusammenzukleben. So, wenn ihr dann die beiden Schachteln fertig zusammengeklebt habt, dann brauchen wir Designerpapier. Ich habe jetzt zugeschnitten aus dem Designerpapier fantasievolle Texturen. Insgesamt 6 Stück mit der Größe 3,5 x 7,5 cm. Und noch weitere 4 Stück mit den Maßen 3,5 x 3,5 cm. Und die werden jetzt aufgeklebt, und zwar werden die langen einmal je ein Stück auf
die Deckeloberseite der Box geklebt. Dann auf die Rückseite oder eigentlich später sozusagen Innenseite der Box. Und zwar hier. Und außerdem, wenn ihr den Deckel öffnet, hier auf diese Fläche. Und die Quadrate werden auf den beiden Seitenflächen aufgeklebt. So sieht jetzt die fertig verzierte Box aus. Und dasselbe wiederholen wir mit der zweiten Box. Die beiden Schachteln können wir dann kurz mal zur Seite geben. Denn wir brauchen ja noch das Zwischenstück. Dafür habe ich ein Stück Farbkarton wiederum in Aquamarin mit den Maßen 8x16,2 zugeschnitten. Und dieses Stück wird nun an der langen Seite gefalzt bei 4 cm, bei 8,1 cm. Und bei 12,2 cm. Dann faltet ihr das Stück entlang der mittleren Falzlinie nach hinten und die anderen beiden Falzlinien nach vorne. Das Stück sieht also dann wie ein W aus. Von der Seite. Und damit verbinden wir jetzt die beiden Schachteln. Ihr nehmt sie also so zu euch, dass die Seiten hier zu euch schauen und die beiden Laschen vom Deckel außen sind. Je eine rechts und eine links. Und dann geht ihr her und auf den ganz rechten Abschnitt. Auf der Oberseite geben wir einmal Flüssigkleber drauf. Und dann nehmt ihr die Box und setzt sie drauf, so dass sie kurz vor der Falzlinie hier anliegt und beim Boden ganz genau ausgerichtet ist. Und dasselbe macht ihr mit dem linken Abschnitt und der zweiten Box. Achtet bitte wirklich darauf, dass die Laschen des Deckels hier dabei je nach außen sehen. Sonst sieht das Ganze danach nicht besonders toll aus. So, und schon habt ihr einmal diesen Effekt. Dann machen wir weiter mit der Banderole. Dafür habe ich schon ein Stück wieder in Aquamarin mit den Maßen 3x26,2 cm zugeschnitten. Und die wird jetzt auch gefalzt. Und zwar bei 4,2 cm. Bei 8,4 cm, bei 16,8 cm und bei 21 cm. Und dann könnt ihr mit dem Falzbeil
Bein wieder alle Falzlinien nachziehen. Wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr die Schachtel und das breite Stück kommt hier auf die über die Vorderseite hier drüber. Und wenn ihr das Ganze dann so zusammen haltet, dann seht ihr, dass hier das eine Stück etwas länger ist und zwar sich 1 Zentimeter circa mit dem anderen Stück überlappt. Und da geht ihr am besten her und gebt hier einen Strich Flüssigkleber auf die Oberseite des einen Stücks und einen Strich hier auf die untere Seite des anderen Stücks. Und dann richtet ihr die beiden schön parallel aufeinander aus und so, verrutscht, so wird die Banderole zusammengeklebt und passt dann perfekt um eure Schachtel. Für die Verzierung der Vorderseite habe ich das Spezialpapier in Metalloptik in Gold hier einmal ausgestanzt und zwar mit dieser Stanzform. Die stammt aus den Stanzformen Herzenspost und das sagt auch, wenn man ganz genau hinsieht, Herzenspost. Und aus Aquamarin habe ich mit der dazu passenden Stanze hier einmal verkehrt herum Herzenspost in Schriftzug eben ausgestanzt. Vorher habe ich aber übrigens noch einen Klebebogen auf den Farbkarton in Aquamarin draufgeklebt, sodass ich hier jetzt nur noch die Schutzfolie abziehen muss und das Stück hier automatisch schon klebt. Und ich gehe jetzt her und klebe mir meinen Schriftzug auf meinen Hintergrund. Und dabei achtet ihr einfach darauf, dass ihr so Buchstabe für Buchstabe langsam ausrichtet und dann andrückt. Wenn ihr das alles auf einmal versucht, dann wird sich das wahrscheinlich nicht so gut ausgehen. Aber so nach und nach passt es sich dann ganz gut an. Und lässt sich das wunderbar hier so platzieren. Gut. So, mit ein paar Dimensionals und zwar am besten Mini-Dimensionals geht ihr jetzt her und die gebt ihr auf die Rückseite eures Schriftzugs. Auf die dicken Stellen könnt ihr die wunderbar überall verteilen. Und dann die Schutzfolie abziehen. Und wenn ihr dann die Schutzfolie abgezogen habt, dann könnt ihr den Spruch hier auf die Vorderseite eurer Banderole aufkleben. Versucht das möglichst mittig zu tun. Genau. So, dann habe ich weiters aus den Stanzformen voller Korb diese Stanzform hier verwendet und hier Herzen in Kirschblüte und wiederum dem Spezialpapier ausgestanzt. Und dann habe ich noch das Herz hier, diese Stanzform verwendet, die stammt aus den Stanzformen feierliche Anhänger
Und auch hier habe ich aus dem goldenen Spezialpapier und aus dem Farbkarton in Kirschblüte je ein Herz ausgestanzt. Und dann gehe ich jetzt einfach her und ich nehme mal das goldene Herz und gebe hier nur etwas Flüssigkleber auf den unteren Teil, auf die Rückseite. Und klebe das hier so leicht überstehend und etwas ab von der Mitte hier einmal auf das Kirschblüterherz gebe ich vollflächig Flüssigkleber und klebe das hier dann so leicht schräg dazu. Dann nehme ich das goldene größere Herz und gebe auf die obere Hälfte sozusagen hier etwas Flüssigkleber und klebe das hier so leicht schräg unterhalb den Spruch. Und auch auf einen Teil des Herzes hier gebe ich wiederum Flüssigkleber und also das Herz in Kirschblüte und klebe das hier noch so schräg darüber. So, das ist die Verzierung auf der Banderole. Dann fehlt uns jetzt eigentlich nur noch hier dieses Kärtchen in der Mitte und der Spruch darauf. Dafür nehmt ihr ein Stück Farbkarton mit den Maßen 7,5 x 7,6 cm. Ich messe mir jetzt nur kurz mal aus, was die 7,6 cm Seite ist. Okay, die 7,6 cm Seite dreht ihr nämlich zu euch. Also das hier sind die 7,6. Und dann bestempeln wir. Und zwar in Anthrazitgrau. Da nehmen wir, oder habe ich genommen, den Spruch hier aus dem Stempelset Allerbeste Grüße. Und zwar liebe Wünsche und eine Umarmung aus der Ferne. Weil das ja eine Herzenspost ist, also ich bei meiner Verzierung davon ausgehe, dass man eben das, die Verpackung per Post verschickt. Und deshalb sind Grüße oder Wünsche aus der Ferne und eine Umarmung aus der Ferne hier so schön passend, finde ich. Gut. Dann hier einmal möglichst mittig ausgerichtet in Anthrazitgrau eben aufstempeln. Dann nehmen wir das Stempelkissen in Kirschblüte und das Stempelset Wonderful World. Das gibt es in der Celebration im Kombipack mit einem passenden Designerpapier und dann nehme ich diese Rose hier, diesen Stempel also. Und hier stemple ich einmal in Kirschblüte, hier rechts am unteren Eck nach innen und außerdem hier links oben, oder ich drehe mir das Ganze am besten ein bisschen zu mir, auch vom Eck rein, also so diagonal einmal. Genau, so. Und dann nehme ich mir nochmal das Stempelkissen in Anthrazitgrau und außerdem das Stempelkissen in Aquamarin zur Hand. Und ich gehe jetzt einmal mit diesem Blattstempel, der stammt jetzt wieder aus einem anderen Stempelkissen und zwar aus dem bezaubernden Blauregen, dieses Blatt hier. Ah, Stempelset, nicht Stempelkissen.
Ich bin heute etwas verwirrt. So, und in Anthrazitgrau stemple ich einmal ab und stemple dann hier auch vom Eck einmal rein. Und hier auch wiederum einmal abstempeln und einmal hier reinstempeln. So, dann reinige ich mir meinen Stempel ganz, ganz kurz. Und dann nehme ich Aquamarin und stemple hier dann so leicht schräg dazu. Die Blätter dürfen sich hier ganz leicht überschneiden natürlich. Und auch hier unten. Ihr dürft hier kreativ sein. Ihr könnt auch gern mehr Blätter dazu stempeln, wie es euch am besten gefällt. Ich finde es so schön und dezent, weil das Papier macht eh schon sehr viel. In Österreich sagt man Wetter, also wenn es sehr auffällig ist. Also darf mein Spruchkärtchen ruhig etwas dezenter sein. So, und dann nehme ich mir nochmal mein Schneidbrett und schneide das jetzt bei der Hälfte, also bei 3,8 cm einmal auseinander. Dann nehme ich mein Schächtelchen zur Hand und gebe mal auf die erste Hälfte, auf die Rückseite, Kleber. Und dann nehme ich das ganze Stück hier so zu mir und richte das Spruchkärtchen so aus, dass der obere Rand hier exakt abschließt und rechts und links hier und hier unten oder eigentlich auf der Seite des Kärtchens überall gleich viel Abstand ist. Genau, und dasselbe mache ich nun auch auf der zweiten Seite mit dem zweiten Kärtchen. Da achtet ihr auch bitte darauf, dass ihr hier die Enden an dieselbe Stelle bekommt. So. Und dann kann man das Ganze so zusammenklappen und wenn man es auseinanderzieht, dann passt der Spruch hier wunderschön und es ist nur eine ganz kleine Lücke sichtbar hier in der Mitte. Ja, dann können wir die Banderole wieder rundherum geben und fertig ist unsere Twin-Box, Twin-Schachtel. Ja, ich hoffe, euch hat mein Dienstags-Do-It-Yourself-Video wieder gefallen. Wie immer findet ihr alle verwendeten Produkte auf meinem Blog www.stempel.at. Der Link zum Blogbeitrag ist in der Description. Auch die Detailmaße könnt ihr dort nochmal nachlesen und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr Interesse an den Produkten habt, dass ihr euch bei mir meldet und über mich bestellt. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Bis dann. Tschüss.